Wasser trinken, Leute, ist eine verdammt gesunde Sache. Ich trinke über den Tag verteilt mindestens 3,5 Liter. Und das kann ich jedem von euch nur empfehlen. Boah, fast geschafft. So, irgendwas stimmt hier mit dem ganzen Bild noch nicht. Ich würde sagen, wir richten das einmal vernünftig ein. Erstmal muss hier ein bisschen Farbe ins Bild. Dann fehlt hier die Musik. Die Musik muss ein bisschen weiter runter. Yes, so gefällt mir das. Jetzt könnt ihr mich auch ordentlich verstehen. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mit dem heutigen Video an. So, das heutige Thema ist, ich möchte euch zeigen, wie man in Photoshop richtig cool Swipe-Bilder erstellt. Und zwar ein Swipe-Bild, was zusammenhängt, ein großes Bild ergibt. Und das ist die coolste Möglichkeit, horizontal geschossene Fotos auf Instagram vernünftig zu posten. Denn wenn ihr ein normal horizontal geschossenes Foto, was ja dieses Format hier hat, auf Instagram postet, dann ist es meistens sehr klein und viele Details, die man vielleicht aufgenommen hat, gehen einfach verloren. Und gerade in der Pferdefotografie ist es halt manchmal um einiges angenehmer, horizontal zu fotografieren, weil so ein Pferd einen sehr langen Rücken und somit einen sehr langen Körper einfach hat, der in ein horizontales Foto viel einfach oder in einem horizontalen Bildausschnitt, so muss man sagen, viel einfacher unterzubringen ist als in einem vertikalen bzw. einem Hochkant Bildformat oder Bildausschnitt. Von daher ist so ein Swipe-Bild eine richtig coole Möglichkeit, eure horizontal geschossenen Fotos in voller Größe darzustellen, beziehungsweise in fast voller Größe, um auch jeden eurer User oder eurer Abonnenten einfach die coolen Details, die vielleicht in so einem Foto versteckt sind, wirklich darzustellen. Der zweite Bonuspunkt ist, wenn man so ein Horizontal- oder so ein Swipe-Bild erstellt, dass einfach eure Abonnenten vielleicht länger auf eurem Bild hängen bleiben und sich das Bild ein bisschen genauer angucken, was mehr Engagement ist und dafür sorgt, dass euer Foto vielleicht ein bisschen besser ankommt, was eine coole Sache ist. Und jetzt würde ich sagen, laber ich nicht weiter rum, sondern wir springen rüber an meinen Rechner und ich zeige euch in Photoshop, wie ich so ein Swipe-Bild erstelle. So, nehmen wir jetzt mal an, ihr habt hier so ein bearbeitetes Bild und dann könnt ihr das wie folgt ganz einfach tatsächlich zweiteilen. Und für so ein 4:8. Und dann das normale Format ist ja das 4:5 Format. Und jetzt wollen wir das Ganze halt in zwei Bilder aufteilen. Das heißt, man muss die Breite einfach nur multiplizieren mit 2, also ein 8:5 Format zu erstellen. Oder um ein 8:5 Format zu erstellen. Und das macht ihr ganz einfach hier links mit dem Freistellungswerkzeug. Und da gebt ihr dann oben das Verhältnis. Tippt ihr dann einfach im Verhältnis 8:5 ein. Zack. Und dann hat man so ein, ja, schmaleres Bild, sage ich jetzt einfach, bestätigt das einmal. Und in diesem schmalen Bild, da erstellt ihr euch einfach nochmal eine zweite Ebene quasi oder reduziert es auf die Hintergrundebene. Das ist ganz einfach, indem man einfach mit STRG J quasi sich die Ebene dupliziert oder halt Rechtsklick und dann auf Hintergrundebene reduzieren und dann dupliziert man sich die nochmal mit STRG J, je nachdem wie ihr das möchtet. Auf jeden Fall braucht ihr dann die Ebene nochmal ein zweites Mal und dann klickt ihr einfach nochmal hier auf das Freistellungswerkzeug und tippt dann einfach 4:5 ein und dann habt ihr die Möglichkeit hier quasi dieses, ja, das Feld auszuwählen, was ihr gerne hättet und dann geht ihr einmal ganz links an den Rand, bestätigt das, dann habt ihr quasi das erste Foto im 4:5 Format, was ihr dann einfach exportiert. Und zwar als JPEG, dann einfach exportieren. Zu den Export-Einstellungen in Photoshop, welche da die optimalsten für Instagram sind, werde ich auch noch ein Video machen. Also am besten den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr das nicht. Und ja, jetzt geht es erstmal hiermit weiter in der kurzen Zwischenwerbung. Und zwar, dann habt ihr das quasi das erste Foto exportiert von den zweien. Dann drückt ihr einfach STRG-Z oder Command-Z, also einen Schritt zurück. Und macht das Ganze nochmal, klickt einfach wieder ins Bild, wählt wieder das 4:5 Format aus. Und diesmal schiebt ihr das Bild ganz rechts an den Rand und drückt wieder Enter, bestätigt das. Und somit habt ihr quasi das zweite Bild erstellt, was ihr nutzen wollt, um ein Swipe-Bild in Photoshop zu erstellen. Somit habt ihr das zweite Bild erstellt, das exportiert ihr wieder einfach ganz normal mit euren Settings. Und somit habt ihr quasi zwei Bilder erstellt, die ihr dann im Nachhinein als Swipe-Bild in Instagram einstellen könnt. Und das war's. So, ich hoffe, ihr habt alles verstanden und ihr wisst jetzt, wie es geht, mit Photoshop so ein Swipe-Bild zu erstellen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann macht das doch einfach mal, wenn ihr mehr Content in die Richtung Pferdefotografie oder allgemein Fotografie haben möchtet.
Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie mir gerne in die Videobeschreibung. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Um 18 Uhr kommt dann ein weiteres Video. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und macht's gut. Ciao. Oh. Lassen wir das mit der Wasserflasche. Mikrofon zerstört. Ärgerlich. Aber es klappt noch. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder.